Ich glaube, dass die Schweiz tatsächlich alles hat, was man braucht. Für viele Länder der Welt hat die Schweiz Modellcharakter. Ich habe in dem Vortrag auch gesagt, dass Eliten aus der ganzen Welt in die Schweiz kommen und da sehen können, wie Dinge funktionieren können. Nicht nur Züge, die pünktlich ankommen, sondern Restaurants, die regionale Ware anbieten, Läden, die Dinge anbieten, die ökologisch und sozial korrekt produziert worden sind. Welchen Zusammenhang sehen Sie denn zwischen Handel und Lösungen im Umfeld des Klimawandels? Im Umfeld des Klimawandels wird ganz oft gesprochen von der Verantwortung der Konsumenten. Wenn Sie aber Konsument sind und im wirklichen Leben leben und vielleicht kurz vor Ladenschluss noch einkaufen gehen, dann ist das entscheidend, was im Regal vor Ihnen liegt. Und da hat der Handel eine gewaltige Macht, das, was richtig und korrekt produziert worden ist, so zu platzieren, dass es Mainstream ist. Heute ist es ja oft andersrum, dass man sich sehr genau als Konsument umschauen muss, um ein Produkt zu kaufen, das den Anforderungen entspricht, die man eigentlich hat. Der Handel hat die Chance, durch das richtige Platzieren und Listen von Produkten da einen Trend zu setzen. Jeder kennt Starbucks. Starbucks hat vor Jahren den Markt eröffnet für teure Kaffeeprodukte. Starbucks hat von Anfang an auf Rainforest Certified Kaffee gesetzt. Dadurch, dass wenn jetzt andere nachziehen, wie zum Beispiel McDonald's Kaffee, die dieselben Standards erfüllen müssen. Und genau das zeigt die Macht des Handels. Welche sind denn Ihrer Meinung nach die wichtigsten Ressourcen, um Lösungen im Bereich Klimawandel zu finden? Es klingt platt, aber es sind tatsächlich Intelligenz und Kreativität. Ich war in einem Hotel in einem Entwicklungsland, da gab es eine Klimaanlage, die war auch notwendig, weil es drückend heiß und schwül war. In dem Moment, als ich das Fenster geöffnet habe, ging die Klimaanlage aus, einfach weil ein kleiner Schalter eingebaut war. Materialkosten 50 Rappen, die Wirkung ökologisch gewaltig. Nur ein kleines Beispiel, wie ein bisschen Nachdenken einen Riesenunterschied machen kann. Es heißt ja immer wieder, der Klimawandel sei nur ein Gerücht. Was können Sie dazu sagen? Also ich wage mittlerweile zu behaupten, dass wenn es um politische Entscheidungen geht, dass es nichts in der Politik gibt, von dem wir genauer die Tatsachen kennen als im Klimawandel. Man kann es ganz eindeutig sagen, der Widerstand gegen die wissenschaftliche Tatsache, dass es Klimawandel gibt, kommt eben nicht aus der Wissenschaft, sondern aus interessierten Thinktanks, die von interessierter Seite bezahlt werden, oder er ist rein ideologischer Natur. Oft will man als Mensch nicht wahrhaben, was unangenehm ist, aber wir haben nun seit vielen Jahren die gesamte Wissenschaft zum Thema Klima, die im Konsens darüber spricht, dass Klimawandel real ist und dass er menschengemacht wird. Ich kenne kaum ein anderes Feld in der Wissenschaft und auch in der Politik, das so unstreitig ist wie die Tatsache, dass der Klimawandel voranschreitet und dass Menschen dafür verantwortlich sind. Denken Sie denn, es gibt eine Chance, den Klimawandel irgendwie in den Griff zu bekommen? Absolut. Ich halte auf der anderen Seite, und das klingt vielleicht merkwürdig, den Klimawandel für eine gewaltige Chance. Denn um ihn in den Griff bekommen zu können, muss die Menschheit einen Zivilisationsschritt gehen. Und wie die Geschichte gezeigt hat, kommen eigentlich diese positiven Schritte in der Geschichte immer erst unter großem Druck. Wenn wir das richtig machen als Menschheit, dann können wir hinterher auch in ganz vielen anderen Bereichen ganz anders und viel besser und viel produktiver kooperieren, als wir das bis jetzt getan haben.